So, hallo, ich begrüße euch zu einer etwas ungewöhnlichen Isaac-Folge. Bitte wundert euch nicht, falls ich anders klinge. Ich werde anders klingen und ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich muss über das Laptop-Mikrofon aufnehmen, weil mein Headset-Mikrofon hat die Biege gemacht. Und zwar, ich habe doch letztens das in einem anderen Video gesagt. Das wissen jetzt vielleicht die nicht, die jetzt nur Isaac gucken. Aber ich habe in einem anderen Video letztens gesagt, so ja, ich habe jetzt wieder praktisch das Headset neu kaufen müssen, weil das alte hat wieder angefangen. Also nach einem Jahr oder so fängt es immer an rumzuspinnen. Und dann, okay, dann kaufe ich ein neues. So, aber jetzt hat es nach einem Monat. So, heute Morgen habe ich noch Unterricht mit den Schülern gemacht. Die ersten 2 Stunden lief alles super. Und in der 4. Stunde plötzlich, ich rede und rede und rede und dann schreiben die Schüler in den Chat, reden sie eigentlich? Ich so, hä? Was ist passiert? Und es hat also, es geht einfach nicht mehr. Das Mikrofon geht einfach nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Es geht einfach nicht mehr. Und ich werde es jetzt einschicken, keine Ahnung. Und ja, deswegen muss ich jetzt übers Laptop-Mikrofon aufnehmen. Hyrule Warriors habe ich mich jetzt noch nicht getraut, weil da drehe ich mich ja zum Fernseher. Ich weiß nicht, ob man mich dann hört. Es könnte ein bisschen schwierig sein, das aufzunehmen. Und ich habe jetzt halt gerade keinen Ersatz. Also habe ich gedacht, ich nehme irgendwas auf, was mit OBS aufzunehmen geht. Und ja. Wir müssten zum Beispiel noch mit. Wo ist er? Mit Lazarus haben wir auch noch keinen Boss Rush, ne? Ich würde jetzt mal mit Lazarus auf Boss Rush gehen und das auch als das Einzige machen, was in diesem Part passiert. Sollten wir gut vorankommen, kann ich ja immer noch dann das Ganze stoppen und später über Continue weitermachen, ne? Aber ich würde jetzt nur Boss Rush versuchen. Wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Wir machen ohne Nachgucken. Let's go. Die Maus dürfte nicht mehr im Bild sein. So, ihr habt mir geschrieben, dass es sinnvoll ist. Ja, okay, hier geht's jetzt noch nicht. Sich direkt umzulegen. Wir probieren das einfach mal aus. Weil man dann gleich den Stärkeren hat, sozusagen. Na, dann hat man gleich das Damage ab. Kann man natürlich nachvollziehen, gerade wenn es jetzt um Schnelligkeit geht, ist es vielleicht durchaus sinnvoll, das zu machen. Dass man von Anfang an mehr Schaden macht. Natürlich problematisch, dass man sein Leben damit schon verwirkt hat einmal. Und wenn es dann halt das Recht schief geht, ja. Aber dann ist es so, muss man einfach mal ausprobieren. Ach ja, man resettet ja, bis man einen Itemraum am Anfang hat. Ja, moin. Ich hab das komplett vergessen. Wie man schlau spielt. Oh, wobei Curse of the Labyrinth XL würde ich auch mitnehmen. Also Curse of the Labyrinth würde ich auch nehmen, wenn wir das bekommen. Das könnte auch dann relativ schnell für einen Boss Rush funktionieren. Ja, aber da haben wir. Wir nehmen beides mit. Wir nehmen beides mit. Optimalo. Optimalo. Wir nehmen sowohl das eine als auch das andere mit. Aber wieso bin ich jetzt gerade nach einem Tod gestorben? Habe ich nur ein Herz, wenn ich wieder belebt werde? Habe ich nur ein einziges Herz dann? Das ist vielleicht nicht ganz mein way to go. Das ist vielleicht nicht ganz mein way to go. Vielleicht, es ist jetzt wieder ganz schwierig für mich, das zu entscheiden, wie ich das am blödsten angehe. Lass ich mich jetzt umbringen oder nicht? Nee, ich würde jetzt erstmal so weitermachen. Da haben wir schon den Boss. Da haben wir schon den Boss. Was hat mich getroffen? Ich habe nicht gesehen, was mich getroffen hat. Wahrscheinlich eine andere von den Spinnen, die nicht meine waren. Jo! Moin! Da springt er einfach mal ins Gesicht. Ja, ich denke, Damage Up wäre schon sinnvoll. Man lässt ihn dann halt einfach nicht treffen, bestens, ne? Bestenfalls. Komm, komm her. So. Ja, man hat tatsächlich nur ein Herz. Und deswegen bin ich direkt von dem einen Gegner getötet worden. Ich verstehe. Blöd gelaufen. Aber sehr guter Weiterweg. All Stats up und lauf. Weiter geht's.
Die Frage ist, jetzt suche ich nach dem zweiten Itemraum. Ich würde sagen, nein, ich will zum Boss Rush und dann ist das nicht so sinnig. Klar wäre es gut, ihn zu finden, ne? Eigentlich haben wir die Zeit, oder? Eigentlich haben wir die Zeit, noch kurz zu gucken. Ich würde sagen, bis vielleicht 5 Minuten noch suchen. Oh, das nächste HP ab. Nice, 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 nice. Okay. Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch was Gutes hier dazu. Das war nicht, was ich wollte. Das war nicht, was ich wollte. Vor allem zweimal treffen lassen ist natürlich auch kompletter Müll. Oh mein Gott, ich kann Krampus nicht mehr. Ja, das ist nicht, was ich wollte, aber hey. Besser wie Jornisch. Besser wie Jornisch. Ganz kurz suchen, gucken. Vielleicht. Ja! Oh mein Gott! Ich bin so happy, dass ich nochmal losgelaufen bin, ne? Ich bin so happy, dass ich nochmal losgelaufen bin. Wie viel Glück kann eins. Oh, ich dachte, da kommt was Gutes bei raus. Oh, ich dachte, da kommt was Gutes bei raus. Aber wie viel Glück kann man haben? Wow! Das war jetzt. Das war jetzt natürlich, ne? Und ich sehe gerade, wir kommen da unten ohne Schlüssel benutzen, einfach in den Shop rein. Was mir jetzt aber in dem Fall nichts nützt. Schade, weiter geht's. Abflug. Gute Ebene, sehr gute Ebene. Sehr gut. Also besser kann man eigentlich nicht starten. Mit mehr Glück vor allem kann man nicht starten. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. So, 3 Minuten. Wir müssen bei 20 Minuten müssen wir bei Mom sein. Na, so rum war das. Also bei 20 Minuten müssen wir Mom besiegt haben. Ich glaube, so rum, ja. Schlüssel haben wir. Das ist für den Itemraum gut. Das ist kein Itemraum. Das ist auch kein Itemraum. Wenn ich jetzt irgendwelche Steine übersehe, tut es mir wahnsinnig leid, ne? Aber ich bin jetzt etwas hektisch unterwegs. Eieieiei. Aber das ist so ein guter Anfang. Ich will das jetzt nicht versauen, ne? Der Raum dauert jetzt halt ein bisschen. So. Nach unten. Nix. Scheiße. Muss mir auch gut überlegen, wann ich meinen Krampus-Head einsah. Jetzt. Geht schneller. So. Und da haben wir, ja, wir kriegen direkt eine Batterie. Nice, nice. Nein, eine einzelne Kiste werde ich nicht öffnen. Das ist alles cool, nützt mir aber nichts. Das ist auch cool, nützt mir aber nichts. Es ist nicht cool. Was laber ich? Weiß nicht, was ich laber. Lasst mich labern. Okay, bisher komplett umsonst den ganzen Weg gelaufen. Alles umsonst bisher gelaufen. Komplette Zeitverschwendung. Wir hätten gleich hier hochgehen können und wir hätten nichts verpasst. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Da ist mein Itemraum. Mit einem blauen Herz. Nice, nice, nice. Auch nice. Abflug. So. Item Shop brauchen wir gar nicht besuchen. Passt. Also jetzt gleich Boss finden. Krampus Head in den Boss reinschmeißen. Und sich freuen. Ich kann kurz gucken. Ja, okay, wenn man Pause macht, sieht man die Steine nicht mehr. Ich habe bisher nichts gesehen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ansonsten ist es halt so. Direkt Boss gefunden. Sehr, sehr gut. So muss das. Yo! Das war jetzt vor allem wegen Infested super. Nice, nice, nice. Mega Mill. Ab dafür. Sehr schön. Range up. Weiter geht's. Kurz Steine checken. Nix. Das Ding ist natürlich, es reicht nicht nur, schnell zu sein, weil wenn ich dann den Boss was nicht schaffe, nützt es mir alles nichts. Also muss ich natürlich auch gucken, dass ich trotzdem auch gut aufgestellt bin, weil nur schnell sein reicht halt nicht, wie gesagt. Wenn man nicht gut ist, dann. Oh, oh, ja, ja, komm her, komm. Ja. Okay. Da können wir das doch gleich sehr, sehr sinnvoll einsetzen. Oh, an die Truhe komme ich gar nicht ran. Ist da irgendwas Sinnvolles zum Sprengen? Nee. Ist auch kein blauer Stein. Zumindest sehe ich nichts. Okay, weiter. Aber wir sind gerade zeitlich extremst gut. Ich meine, es sind nur noch 3 Ebenen bis Mom. 3 Ebenen bis Mom und 15 Minuten. Das sollte laufen. Wenn ich jetzt nicht kompletten Müll irgendwann anfange.
sollte das laufen. Damage Up war großartig, All Stats abzubekommen war auch großartig. Okay. Eine neue Pretty Fly ist super gut. Noch mehr Orbitals um mich rum ist aber gut. Wir gehen nach unten weiter. Sehr nice. Okay, hätte ich jetzt nicht einsammeln müssen, die Batterie, aber ist okay. Kann man mitarbeiten. Euch mache ich so weg. So, Infested macht auch seinen Job. Weiß nicht, was es ist. Ich hol's mir. Ich hoffe, ich mache damit mir nicht den Run kaputt. Nein, das ist einfach nur irgendwas, was rumfliegt. Das kann mir den Run nicht kaputt machen. Ah, das schießt einfach auch so ein bisschen rum, ne? Also, okay, soll's machen. Soll's machen. Scheint jetzt nicht so das Mega-Item zu sein, aber soll's machen. Und dem da unten am besten nicht treffen lassen. Der macht einen Schaden, also einen Herzschaden. Jetzt mach dich auf. Alter. Danke. Ach komm. Was für ein kleines unnötig Zeit hier. Da ist der Shop. Lohnt sich jetzt nicht wirklich für 6 Münzen da rein zu wuseln. Lassen wir mal sein. Lassen wir mal sein. Weiter im Programm. So. Okay. 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 Ich bin das halt die ganze Zeit auch irritiert, weil ich weiß halt nicht, ob ihr mich. Ich habe natürlich Aufnahmetests gemacht und alles, ne? Aber ich habe trotzdem eine ganz andere Garantie, als wenn ich in ein Headset reinspreche. Weil ich halt nicht weiß, ob dieses Laptop-Mikrofon irgendwann auch da sagt, hier, Signal ist gerade schlecht und dann übertrage ich es nicht ordentlich. Was weiß ich. Wir werden sehen. Bossraum gefunden. Nice. Alles zu mir. All to me. Supi guti. Ab dafür. Tschüss. Engelraum. Damage und Range up. Okay, okay. Ich habe einen Schlüssel. Kann ich alles nehmen? Also, das da oben ist Wafer, oder? Das da oben ist Wafer. Muss ich eine was nehmen oder kann ich alles nehmen? Ich habe 4 Schlüssel. Die Frage ist jetzt nur, wenn ich nur ein was nehmen kann, muss ich mich erstmal für einen spontan entscheiden. Dann würde ich das blaue Kreuz. Nee. Ich würde Wafer nehmen. Ich hoffe, dass das Wafer ist. Ja, okay. Dann hoffe ich, ich habe mich richtig entschieden. Und die anderen konnte ich leider nicht. Ah! Ich sehe da noch was. Und die anderen konnte ich leider nicht nehmen, aber ist dann halt so. Ich glaube, Wafer ist hier in dem Fall der Ray to go. Okay. Curse of the Maze. Jetzt nicht das Beste, aber was soll. Ja. Das kann mich jetzt halt in meinem Vorhaben ein bisschen zurückwerfen, weil ich immer wieder zurückgesetzt werde und nichts dafür kann. Jo, Kollege. Mach Ruf. Ah, Sackgasse. Der Weg war unnötig, aber hier sitzt ein halbes Herz. Das kann man sich mal merken, sollte es wirklich ganz kritisch werden. Aber das würde bedeuten, dass wir erstmal alle blauen Herzen und schwarzen Herzen verlieren. Das wäre natürlich schon mal sowieso kacke. Weil wir haben so viele, wenn wir die alle verlieren, wäre das richtig kacke. Also, das wollen wir mal nicht hoffen. Oh, nee. Okay. Das wäre jetzt eigentlich auch wieder was hierfür. Na, ich wollte es gerade einsetzen. Ich habe es gerade gar nicht. Ist gerade gar nicht aufgeladen. Schade. Aber das wäre jetzt ein Raum für Dings gewesen. Definitiv wäre das jetzt ein Raum für Dings gewesen. Für meinen Krampus-Head. Ach, komm ey. So, der Spurtyp ist weg. Das ist schon mal gut. Und du bist auch noch weg jetzt hier. Okay. Nice. Goldener Schlüssel für die Ebene. Sehr gut. Sehr gut, was wollen wir mehr? Sehr, sehr, sehr nice. Da können wir auf jeden Fall auch den Shop besuchen. Geld haben wir genug. Oh, das sind die ganz schnellen. Die habe ich letztes Mal kennengelernt. Oh, Junge, geh weg. Bleib weg von mir. Eine ganz schön große Ebene jetzt hier, ne? Sind wir in Flooded Cane? Ne, Dank Devs, okay. Ist Dank Devs schon mal so groß gewesen? Und sein. Dude. Nice. Okay, da ist der Shop. Werden wir auf jeden Fall. Yo, die kenne ich auch noch nicht.
Ich glaube, in das Schwarze konnte ich rein, das macht mich nur langsam oder irgend sowas. Was ist denn dieses Ladekabel? Das ist das irgendwo? Soll ich das Ladekabel? Ich nehme mal das Ladekabel mit. Vielleicht hat es irgendwas auf irgendeinen Batterieeffekt, keine Ahnung. Charge with Blood, ja, das klingt nicht so sinnvoll. Wahrscheinlich, wenn ich getroffen werde, dass es sich auflädt. Gut, aber das ist vielleicht für den Bosswasch gar nicht so uncool. Ne, das ist vielleicht für den Bosswasch gar nicht so uncool. Weil, wenn ich dann ein paar Mal getroffen werde und ich immer wieder Krampus Rage reinknallen kann, das ist halt super. Ja, deswegen werde ich auch Krampus Rage auf jeden Fall behalten, wenn sie nicht irgendein viel, viel besseres Item ergibt. Ei! Ich wollte gerade sagen, dann komme ich... Ach so, na, ist egal. Eine Bombe opfern für... ja, doch. Wir machen es ganz fix. Wir machen es ganz fix. Ist okay. Oh, ja, okay. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. So. Du kriegst jetzt erstmal Krampus ins Gesicht. Und das war das. So, jetzt ist die große Frage... Nice. Jetzt ist die große Frage, gehen wir noch für den Itemraum? 11 Minuten. Eine Ebene bis Mom. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wir gehen noch für den Itemraum. Schon alleine, weil ich den goldenen Schlüssel habe. Und so viel kann jetzt in der Ebene auch nicht mehr sein. Also, das sollte hinhauen. Nice. Ich hätte jetzt halt gesagt, so bis 13 Minuten suche ich den Itemraum. Und noch ein blaues Herz mitgenommen. Und, okay, das ist der Dagger, der um mich rumfliegt. Kann ich mitnehmen. Ist völlig okay. Wir haben ja schon die anderen Orbitals. Also, warum nicht? Warum ich das Feuer jetzt ausgeschossen habe, keine Ahnung. Nicht sinnvoll gewesen. Weiß ich selbst. So. Lass mich jetzt nicht nochmal hier irgendwie durch irgendwas aufhalten. Und ab dafür in die nächste Ebene. Sehr schön. Gut. Curse of the Maze auch wieder. Na, großartig. Das heißt, mit Pech stolpe ich einfach. Mit Pech. Den habe ich nicht gerafft, dass der da rumfährt. Mit Pech stolpe ich einfach zum Marm rein. Aber gut. Ganz kurz Steine kontrollieren, Steine kontrollieren, Steine kontrollieren, Steine kontrollieren. Ich sehe nichts. Hoffe, ihr habt auch nichts gesehen. Damage ist großartig. Damage ist insane großartig. So. Da ist nix, aber ich guck ganz kurz weg. Ah, da ist doch was. Ja, moin. Ja, moin, noch mehr Damage ab und Night gefunden. Und den Geheimraum gefunden. Und ein goldenes Herz. Ja, es ist insane, was hier abgeht. Es ist insane, was hier abgeht. Okay. Gut. Ich gehe jetzt aus drum, weil mir das Ding sonst ins Gesicht springt. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Zeit, so viel Zeit muss sein. So, Steine gucken. Sehe jetzt nicht den Grund, das zu sprengen. Aber hier würde ich auf jeden Fall mal sprengen. Ich meine, wir haben es ja. Oh, das war riskant. Okay. Das ist allerdings, ach nee, das ist ja... Oh, ja. Ich hab vergessen, was das macht. Das ist... Oh, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht reinrausche. Huch. Da muss ich böse aufpassen, dass ich da nicht reinrausche. Das kann mir... Ja, ich hab vergessen, was Bob's Brain ist. I'm sorry. Ist aber in Ordnung. Wir kriegen das hin. Wir werden einfach nicht reinrennen. Okay, und dann ist alles cool. Gut. So, Geld haben wir keins mehr, also brauchen wir nicht den Shop betreten. Einfach weiter im Programm und hoffen, dass uns Bob's Brain nicht ins Gesicht springt irgendwann. Das wäre nicht so cool. Ich habe noch eine Bombe. Ja, komm, wir sprengen es, wir gucken nach. Wow, das war es nicht wert. Sehr schön. Perthro Change kann man mitnehmen, wir haben ja eh gerade nichts in der Hand. Und da ist schon... Okay, jetzt... Gehen wir noch für Itemraum? Würdet ihr sagen, wir gehen noch für Itemraum? Ich muss halt jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Aber Mom sollte auch relativ schnell liegen. Würdest du sagen, bis 17, bis Minute 17 gehen wir noch für Itemraum? Und wenn wir ihn nicht finden innerhalb der Zeit, dann... Das Ding ist halt, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen, ne? Also die eine Minute, würde ich sagen, eben Zeit ungefähr, um zu Mom zurückzulaufen.
Und ja, ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Hoffen wir damit nichts falsch. Okay. Alles gut. Nichts passiert. Auch kein Itemraum. Aber nochmal Schlüssel mitgenommen, ist natürlich auch nicht komplett verkehrt. Oh Gott. Das war nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Nicht der beste Raum. Nicht der beste Raum. Gewinntechnisch. Itemraum. Okay, wir haben 5 Schlüssel, wir haben 3 Bomben. Ich gehe in die Mitte auf jeden Fall rein. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Würde ich in einem normalen Run jetzt nicht machen. Ne? Ja, aber weil mein Ziel halt der Bossrush ist und ich den ja somit erreichen werde, nehme ich mit, was ich kriegen kann. Alter, lass mich in den Itemraum. Danke. Guter Itemraum. Ab dafür. Ab zu Mom. Passt. Oder habe ich noch einen Schlüssel liegen lassen? Ist okay. Ohne Umwege. Ah, wir können noch hier sprengen und hoffen, dass wir noch eine... Ah, nee, Quatsch. War Blödsinn. Noch eine Pretty Fly kriegen, wollte ich sagen. War Schwachsinn. Aber was so... Oh! Das hätte schief gehen können. Huch. Okay. Aber gut, dann passt alles. Sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt hier irgendwie. Warum laufe ich zurück? Ich weiß es nicht. Dass das jetzt. Oh, ich kann nochmal in den Shop. Ich kann nochmal in den Shop. Wir haben jetzt so viel Kohle eingesammelt. Wir können nochmal ganz kurz in den Shop. Vielleicht einfach. Wenn es nur ein blaues Herz ist, nehmen wir das blaue Herz noch mit. Ah, ist okay. Alles gut. Alles gut. Ab zu Mom. Und jetzt hoffe ich, werde ich jetzt nicht irgendwohin zurückgesetzt. Das wäre jetzt kritisch. Das wäre jetzt ganz kritisch. Okay, Abflug. Hi. Nice, 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 nice. Aua. Und jetzt haben wir den Slow-Effekt drin. Und der Slow-Effekt wird für den Boss-Rush so göttlich sein. Oh Gott, Leute. Das kann doch nur ein guter Boss-Rush werden, oder? Das kann doch nur ein guter Boss-Rush werden. Mit Engelraum auch noch vorher. Da wir mit Lazarus noch nicht Dings haben, hier den anderen Weg, nicht der Chest, sondern das andere, ich weiß nicht, wie es heißt, nehme ich jetzt erstmal das hier mit. Geht dann in den Engelraum. Yo! Holy moly. Wollte gerade sagen, wo ist mein Bossrush hin, Alter? Meine Nerven. Okay, wir sind im Bossrush. Oh shit. Ja, ich werde mich jetzt wahrscheinlich falsch entscheiden. Ich weiß gerade nicht, ist das das gute Tech oder ist das ein schlechtes Tech? Ich würde das Tech-Ding nehmen. Ich hoffe, ich entscheide mich damit richtig. Ich hoffe, ich entscheide mich damit richtig. Und ihr haut mir jetzt nicht ins Gesicht. Ich hoffe, ich habe mich jetzt damit richtig entschieden. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden. So, Slow-Effekt ist drin. Ja, ich weiß nicht, was das andere war. Wahrscheinlich, es sah aus wie eine Art HP ab. Keine Ahnung, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe einfach, ich habe mich richtig entschieden. Aber bisher sieht es gut aus. Ich meine, das ist der richtige Laser auf jeden Fall. Und es gibt auch noch dieses Tech 5 und das ist irgendwie so ein komischer Laser, der irgendwie nicht immer funktioniert oder irgendwas war da. Keine Ahnung, aber ich glaube, der sah auch anders aus. So, ich würde den Krampus-Head nur einsetzen, wenn es kritisch wird.
Und ich werde nicht sowas wie hier. Ich weiß, es gibt nur noch diese andere Geschichte, dass man in 30 Sekunden zum Herz kommen muss und dann kriegt man hier die dieses. Ah, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Das werde ich, glaube ich, nicht versuchen. Damit versaue ich mir wahrscheinlich dann wieder alles. Andererseits, von der Ausrüstung her könnte man es schon probieren, ne? Von der Ausrüstung her könnte man es eigentlich schon probieren. Ich glaube, wir werden es versuchen. Ich glaube, wir werden es versuchen. Weil, dass man zu Dings wiederkommt, in das normale, also die, ich weiß halt nicht mehr, wie es heißt, der andere Endboss, der nicht Blue Baby ist, ne? Dass man da wieder hinkommt, das ist eher einfacher. Aber jetzt mit der Ausrüstung innerhalb von 30 Minuten zum Herz zu kommen, das werde ich wohl eher nicht mehr so schnell hinbekommen. Dann würde ich fast das probieren beim nächsten Mal. Weil das ist jetzt halt gerade schon eine echt crazy Ausrüstung. Also kann man nicht anders sagen. Na, also alleine wir haben eigentlich alles. Wir haben drei Orbitals. Wir haben ordentlich der Arsch, scheiße. Wir haben ordentlich Damage. Und da ist dieses Item. Und noch ein Damage ab. Yo, das ist auch das Einzige, was ich mitnehmen kann. Da brauche ich mich gar nicht entscheiden, ne? Ja, nein. Ist das ein Damage? Doch, das ist ein Damage ab, oder? I feel all. Ich glaube, es ist ein Damage ab. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall irgendwas ab. es war auf jeden Fall irgendwas Gutes. Okay. Ja. An der Stelle beende ich den Part. Den Run beende ich natürlich nicht. Das wird da beim nächsten Mal weitergehen, aber ich mache jetzt zwei Folgen draus, weil ich, wie gesagt, jetzt schnell was aufnehmen musste. Ich habe keine Folgen mehr und dass ich die noch hochladen kann und dass die morgen noch rausgeht. Und das, ich will auch nicht so ganz ewig lange Isaac-Folgen machen, vor allem nicht unter der Woche. Ihr habt ja auch noch zu tun. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.